Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf unserem Biohof im LS22. So, der Waldra ist durch, ne? Der Kleine, große Kleine, aber noch nicht ganz. Du müsstest jetzt einmal abtanken, ne? Gut, das ist der kleine Waldra, ne? Gut, dann schnappen wir uns jetzt einmal den kleinen Waldra. Bringen den Hänger zum Drescher, damit der Drescher dann auch weiterarbeiten kann, beziehungsweise wir auch weiter dreschen können. Weil ohne Hänger, ne, können wir auch nicht weiter ernten, wenn der Korntank voll ist. Beziehungsweise wir können schon, aber das ist ja dann auch irgendwie für die Katz. Man möchte ja natürlich auch das Getreide und alles mitnehmen und nicht irgendwie wieder verschenken. Da gibt's ja so richtig schöne Furche reingefahren. Supi. Naja, was kommt? Was Mutter oder wie war das? So. Laden wir einmal zuerst die Steine aus. Ah, Unkraut muss auch noch entfernt werden. Also heute ist echt viel zu tun. Ah, schon 11.36 Uhr. Mal gucken, ob wir das alles heute packen. Bin aber guter Dinge, dass wir das alles diesen Ingame-Tag schaffen. So, da sind die Steine. Ah, ich wollte gerade den Steinesammler stehen lassen, aber wir müssen hier mit dem Hänger auch nochmal hin, um dann die Sirkumhirse reinzukippen. Denn wäre es ja nicht so intelligent, hätte ich beinahe gesagt, wenn wir hier den Steinesammler stehen lassen. Denn wir lassen ihn jetzt mal hier schön im Gemüse stehen. Auf unserer wunderschönen Rasenfläche. Aber nicht so, dass wir jetzt den Schwader zu parken. Sondern ein bisschen am Rand des Zauns. Dann können wir da noch ein Anbaugerät hinstellen. Und dann holen wir uns jetzt mal den großen Hänger. Beziehungsweise, wenn ich jetzt aus dem Kopf weiß, ist leider nicht mehr. Hier ist er nicht drin. Gut. War der nicht noch beim Misthaufen? Ich bin fast der Meinung, der Hänger war beim Misthaufen. Sehen wir gleich. Jupp, und da steht er. Ich hätte beinahe gesagt, wir können einmal Mist umlagern, ne? Also da der Mistplatz nicht allzu viel Mist aufnimmt, habe ich normalerweise hier immer den Hänger stehen und lade das einmal ins große Silo, damit wir den kostbaren Mist, also den kostbaren Dünger, nicht verlieren. Du brauchst Saatgut, bekommst du gleich. Immer mit Geduld, ne? Immer mit Geduld. So, dann haben wir nämlich genügend Mist im Lager, damit wir dann später auch die Felder düngen können, beziehungsweise eigentlich müssen wir ja alle Felder nochmal düngen. Der Raps ist gerade in der ersten Wachstumsphase, da können wir nochmal Dünger ausbringen. Und das Getreide, was wir jetzt natürlich auch einpflanzen, Weizen beziehungsweise Gerste. Ich glaube, wir können sogar schon beides, ne? Ja. Das braucht dann natürlich auch nochmal ein bisschen Dünger. Und dafür ist natürlich die Gülle und der Mist, um natürlich Biobauer zu sein, ideal. Außer die Tiere sind krank, dann müsste man sie natürlich gesondert halten. So, dann einmal ab zum Dreschern. Dass das auf jeden Fall läuft. Und dann würde ich auch den Drescher einfach da stehen lassen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das Feld als gegruppert gilt. Wo wir ja die... Doch. Ist gegruppert, weil wir haben ja die Steine runtergesammelt. Dann könnten wir mit dem anderen eigentlich... Da könnten wir ja
Strohpressen, ne? Wäre eigentlich keine schlechte Idee. Wir haben ja noch ein paar vorbereitete Felder. Schauen wir mal. Hier unten sind wir. Die 81 ist vorbereitet. Da haben wir ja die Steine runtergesammelt. Die 27, also 126, nicht 127, 126 ernten wir gerade ab. Auch da kann noch mal Getreide drauf. Und dann war es das eigentlich. Obwohl der Kleine kann auch gleich noch mal walzen. Aber als allererstes füllen wir jetzt mal Saatgut auf. Ich wollte das ja nicht immer alles per Knopfdruck machen, ne? Haben wir noch Saatgut im Lager oder irgendwie so? Ich glaube nein, ne? Ich glaube, ich weiß. Nein, haben wir nicht mehr im Lager. Ja, dann müssen wir wohl die Maschinen wechseln. Und den Frontlader holen, damit wir natürlich die Sämaschine auch auffüllen können. Dann haben wir den einfach mal wieder hinten zum Feld hin. Schnappen uns gleich den kleinen Trecker und ne, füllen da Saatgut nach. So, einmal stehen bleiben. Du lässt hier aber auch viel Bahn stehen, ne? So, hier ist nämlich der Frontlader dran. Auch wenn ich den Hänger gerne hier stehen lassen möchte. Schnappen wir uns die Sämaschine, machen die einmal voll. Und dann kann der große Waldra direkt weiter ansehen. So. Könnten jetzt zwar auch beide Traktoren mit nach unten fahren, aber das finde ich gerade irgendwie. Ja, da verbraucht man mehr Sprit als alles andere. Wir könnten aber natürlich auch ein paar Saatgut-Big Bags einfach hier beim Hof lagern. Oder uns später auch so ein kleines Saatgutlager hinstellen oder so. Das geht natürlich auch. Jetzt müsste ich bloß wieder an den. Ich kann nicht schieben. Ich kann nicht schieben. Ja. Ja, noch einmal. Er will nicht. Ich glaube, ich muss ihn zurücksetzen, oder? Ja. Hihi. Glück gehabt, Schwein gehabt, wie auch immer. So, dann nehmen wir nochmal die Palettengabel mit. Wenn ich die denn jetzt erwische. Gewicht. Ich glaube, Gewicht brauchen wir nicht. Glaube ich. So, einmal die Palettengabel mit. Und dann geht's auf zum Händler. Ja. Ja. So. Ich sagte ja Ballen pressen, ne? Das Blöde ist, woran ich jetzt wieder nicht mehr gedacht habe. Anderes Projekt. Wir haben ja gar keine Ballenpresse. Das heißt, wir können mit dem Ladewagen dann losfahren. Und das natürlich so aufsammeln und in unser Silo kippen. Und wenn wir dann Stroh brauchen, dann können wir es da einfach wieder rausnehmen. Das halte ich, glaube ich, für sinnvoller. So, auf. Haben wir noch ein Big Bag hier stehen? Supi. Das hat ja super geklappt. Gut, den wollte ich jetzt nicht irgendwie ramponieren. Was war das denn gerade? Okay. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie fliegen hier gerade Briefe vom Himmel. Nein, und es ist nicht meine Frau, die mir gerade Briefe bringt. So, den. Nein, nicht die Gabel ab. Wieder das Falsche ausgewählt. So, jetzt aber. Die Sämaschine ist offen. Einmal den Big Bag nochmal hochgeklappt. Ich glaube, beim letzten Mal hatte ich das einfach. Kann das sein, per Knopfdruck gemacht?
Wollte ich, glaube ich, eigentlich nicht mehr machen. Ich komme da jetzt aber auch gerade irgendwie äußerst bescheiden ran. Ah, hätte ja klappen können, ne? Ich schiebe ihn mir mal zurecht. Der Kampf mit dem Big Big. Runde 1. So, jetzt aber. Naja, ich hatte ihn hochgehoben. Teilerfolg. Ich hatte ihn hochgehoben. Ich hatte ihn wieder hochgehoben. Nächster Versuch. Aber jetzt, also er ist auf der Gabel. Nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber er ist auf der Gabel. So, das Schöne ist, er wird jetzt schön in der Mitte, oder würde schön in der Mitte durchhängen. Kriege ich das Saatgut jetzt auch da so noch? Ja, cool. Es klappt. Und da ist er weg. Gut, ja, Denn ist das so. Wir haben jetzt noch 3 Felder anzupflanzen. Wie viel Saatgut ist da jetzt drin? 400 Liter. Ja, ich glaube, einen kaufen wir noch. Einen kaufen wir noch, dann sind wir auf der sicheren Seite. Und wir wollten ja auch noch ein paar Sojabohnen oder irgendwelche Früchte anbauen, die richtig Geld bringen. Und daher, wir kriegen das Saatgut schon weg. So, dieses Mal klappt das aber besser. Und jetzt können wir auch den Big Bag gleich mitnehmen. Dann müssen wir nicht mehr so weit fahren. So. Nehmen wir einmal die Sämaschine wieder mit. Und dann geht's los. Dann tauschen wir nochmal die Traktoren. Beziehungsweise der Große kriegt seine Sämaschine wieder. Und bei dem Kleinen gucken wir gleich nochmal, was der Helfer stehen gelassen hat, damit das dann auch nochmal abgeerntet werden kann. Dann können wir nämlich mit dem Kleinen wieder den Kipper mitnehmen. Und dann ist zumindest die Sorghumhirse reingeholt. Nochmal das Stroh aufsammeln, mulchen natürlich, ruppern, Steine runter, kalken. Und dann können wir da auch nochmal Getreide drauf anpflanzen. Dann müssen wir hier natürlich bei dem Raps, den wir ja letztes Mal angesät haben, müssen wir nochmal das Unkraut wegholen. Beziehungsweise entfernen. So, den Saatgut Big Bag würde ich gerne am Hof stellen. Ich bin sofort weg. Keine Angst. So. Nicht, dass die Autofahrer hier jetzt auch mal anfangen zu drängeln und zu hupen. Fahr doch bitte einfach. Und, ne, der Hof ist kein öffentliches Gelände. Bitte, ne, wenn Sie schauen wollen, machen Sie Termine aus. Oh, die junge Frau ist aber etwas älter. Die läuft schon etwas langsamer. Vielen Dank fürs Durchlassen. Und dann geht's wieder ab zum Feld. Dann können wir auch mit dem kleinen Waldreiher hier das Stroh wegkriegen. Ne, der Ladewagen braucht jetzt nicht allzu viel PS, das schafft er. So. Ja, hier hat er ein bisschen was stehen lassen. Ich weiß nicht, ob er da unten auch noch ein bisschen was stehen gelassen hat. Nehmen wir aber denn sehr, sehr gerne noch mit. Ne? Ihr kennt das ja, glaube ich, mittlerweile von mir, dass ich da ungern irgendwie was stehen lasse und untergruppe. Sondern am liebsten alles mitnehme. So, lassen wir den Waldra einfach mal an. So, machen den auch wieder an. Perfekto. So, dann kannst du bitte auf deine letzte Bahn zurückkehren. Jetzt habe ich den Waldradar stehen gelassen. Ich wollte eigentlich gerade aussteigen und auf einmal habe ich schon
Da war das Tappen schneller. Gut. Hier ist der Drescher. Und da ist noch der Hänger. Ein wieder getappt. Ich wollte nicht tappen, ich wollte mal aussteigen. Ich versuche zumindest das hier alles ein bisschen realistischer zu machen. Ob es nachher klappt, weiß ich nicht. Kann ich noch nicht so genau versprechen. Aber wer es realistisch haben möchte, gerne mal auf die Mars schauen. Da kommt nämlich spätestens morgen, wenn ich schaffe, und ich bin guter Dinge, dass ich das schaffe, kommt morgen eine neue Folge. Dann ist der Düngerauftrag nämlich auch relativ weit vorangeschritten, hätte ich beinahe gesagt. Vielleicht mache ich auch nochmal so eine Slow Motion oder so. Muss ich mal gucken. Und dann geht es natürlich schon in den nächsten Auftrag. Und dann versuche ich natürlich so realistisch wie möglich zu spielen. Ob mir das immer gelingt, weiß ich noch nicht. Aber ich probiere mein Möglichstes und ich hoffe, wir kommen denn da super mit aus. Ich habe hier leider... Da ist ein Spiegel. Ich sehe aber mein Rohr nicht. Ach nö. Wann tankt er? Jetzt tankt er ab. Das siehst du im Spiegel nicht. Kann man irgendwie die Spiegel einstellen? Nee, ne? Drescherzüssel, nee, Rohr, nee. Braucht man auch wieder einen Mod für. Das finde ich ein bisschen schade, aber gut, kommt ja der neue LS und dann schauen wir einfach mal, wie es wird. So, die Ecken. Steht da noch was oder ist das einfach... Nee. Ja, Licht wollte ich jetzt eigentlich nicht anmachen. Sondern das Schneidwerk wieder hoch machen. So, Drescher aus und denn. Ja, Sokumhirse ist eingefahren. Schön im Hänger, können wir ins Lager packen. Dann würde ich jetzt allerdings auch wieder die Folge beenden. Bedanke mich natürlich. Ne, von Herzen, dass ihr alle eingeschaltet habt. Würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr um 12 zu einer weiteren Folge wieder einschaltet auf meinem Kanal. Einfach mal reinschnuppern, vielleicht ist das ja auch was für euch. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal um kurz nach 9 einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen, lasst euch vor allen Dingen nicht ärgern. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und Zuhören. Und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, ciao, ciao.